Moin miteinander, herzlich willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales. Hier ist Grump und Sloth. Die sitzen hier nämlich in der Ecke und der eine liest und der andere will essen und beide dürfen nicht, er darf nicht, was er will. Und wir wollen jetzt dem armen Grump dazu verhelfen, dass er was zu essen bekommt, denn Mampfen ist schließlich was ganz, ganz Wichtiges. Und dafür müssen wir einen Cocktail für Sloth herstellen. Dieser Cocktail ist hochkomplex, hochkompliziert und schwer zu machen. Man braucht ein Glas, ein Schirmchen und Alkohol. Wobei es völlig scheißegal ist, welcher Alkohol es ist. Und um diesen Cocktail zu machen, weiß ich leider nicht genau, wo wir hin müssen, aber ich kann es mir schon ungefähr denken. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Yeah! So, hier waren wir schon lange nicht mehr. Mensch. So, wir gehen mal zur Kuh. Minotaurus meinte ich natürlich. Nee, wie heißt er? Heißt er so? Ja, der Taurun. Ja, genau. Zum Taurun. Hey, Donnerhoof, wegen des Blitztanzes. Donnerhoof? Hallo, Rindvieh. Der Gute scheint völlig weggetreten zu sein. Ob das an meinen Pilzen liegt? Unbekannte Bestimmt. Pilze mit einer Mischung aus verdächtigen Beeren und Lackfarbe anzustreichen und die dann zu rauchen. Da sollte eigentlich nichts schief gehen. Vielleicht fällt er auch nur ein Schwatz mit seinen Ahnen. Der kommt schon wieder zu sich. Bestimmt. So, was mir nämlich eingefallen ist, wir haben hier einen Topf. Und was muss man mit verfaulten Äpfeln machen? Der Topf sieht aus, als hinge er schon seit Jahren über den glühenden Kohlen. Aber ansonsten kann ich nichts Interessantes entdecken. Genau, wir müssen nur nämlich der Deckel destillieren. Ist ungewöhnlich. Er hat eine Art Dampfauslass, würde ich sagen. Das ist korrekt. Der Deckel wird von den Ketten festgehalten. Ziemlich raffiniert. Der Topf ist leer. Jetzt machen wir mal die. Ich glaube, ich bin richtig hier. Äpfel in den Topf. Ich dachte, man muss die Äpfel jetzt in den Topf machen. Sitzt stramm. Was immer im Topf verdampft, kondensiert im Schlauch und wird durch ihn abgeleitet. Okay. Darf ich jetzt bitte die verfaulten Äpfel in den Topf machen? Was ist denn los? Öffne den Topf, schließe den Topf, öffne den Topf, schließe den Topf. Ich bin mir fast sicher, dass ich das hier... Also, wie soll ich denn sonst... Der kann mir jetzt auch nicht mehr helfen. Der ist völlig weggetreten. Im Sack sind einige Kilo halb verfaulte Äpfel. Oh, das riecht nach vergorenem Saft. Was soll ich denn damit machen? Ich öffne den Topf nochmal. Nur weil ich es kann. So, ich habe hier Äpfel. Okay. Das war übrigens die Idee, die ich vorhin hatte. Die scheint aber irgendwie noch nicht so zu stimmen. I don't know why, I don't know why, I don't know why. Wir gehen mal zum Oberer. Ich hab noch eine letzte Idee. Psst, bist du ruhig. Entschuldigung. So, und zwar die Ja, in die Presse, Nalogen. Nalogen. Na, logisch wollte ich natürlich sagen. Logen ist so vulgär. Schön. Also los. Achso. Lecker. Vergorener Apfelsaft. Naja, ich muss ihn ja nicht trinken. Gut, den hätten wir. Jetzt weiß ich auch, was ich machen muss. Jetzt muss ich nämlich erst destillieren. Denn man destilliert natürlich Flüssigkeiten und nicht ganze Äpfel. Ja, ich bin ein lausiger Schnapsbrenner, ich merke schon. Naja, wie es denn so ist, ne? Man kann nicht alles können. Na gut. Der kann uns sowieso nicht mehr helfen. Ah, da kommt was. Und fertig. Die Schüssel ist mit einer fast klaren Flüssigkeit gefüllt. Für einen Ogre-Cocktail dürfte der Alkohol noch nicht konzentriert genug sein. Aber ich kann ihn ja noch einmal destillieren. Doppelt destilliert. Yippie!
Den muss ich dafür jetzt auf eine andere Seite stellen, denn das ist ganz wichtig. Er kann es nicht mehr von links einfüllen. Reicht es schon? Mir destillieren wir nochmal. Komm, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Das muss ja den Sloth auch aus den Tüten hauen. Wir haben das ja sonst sollte nichts. Reichen. Yeah! Ogerstärke. Hochprozentiger Alkohol und ein Cocktailschirmchen. Voila, ein Ogre-Cocktail. Yeah! Das ging ja schneller als erwartet. Auch wenn ich nicht wirklich einen Plan hatte, was ich zu tun hatte, war es auch recht gut. Ich bin zufrieden. Ich will nicht sagen, ich bin begeistert, aber hier, Sloth, ein Cocktail. Prosit! Ein hier Prosit ich einen der dich, Gemütlichkeit. Mit Grüßen von mir und Grump. Prost, oh, Prost, danke. Prost. Sehr nett. Nun geht er rein, los. Wenn's all in Hem, wenn auch in Hem. Ihr wollt mich oder? Das gar nicht macht, kann auch nicht sehr. Ihr wollt mich Prost, betrunken Prost, machen, Prost. Damit ich nicht weiterlesen kann. Los. Wer? Aber Och. Nee. Aber da habt ihr euch geschnitten. Ich werde immer nur winzige Schlucke nehmen. Dann werde ich nicht betrunken und kann weiterlesen. Ach, Mist. Ich bin blind. Dann du fertig gelesen. Nein, ich. Beeindruckend. Ekelerregend, aber beeindruckend. Ich hab immer noch Hunger. Was? Oh. Hunger. Grump muss jagen. Okay, Grump. Jagst jetzt mich? Hallo, Grump. Oder wie darf ich das du, verstehen? Menschlein. Ganz recht. Und? Wie läuft's bei der Jagd? Hast du schon etwas gefangen? Noch nicht, aber bald. Was jagst du Musst denn? Musst du dich dafür nicht bewegen? Alles. Aha. Okay. Ich muss los, mein Magen knurrt. Seinen Teller würde mir hundertprozentig nicht geben. Der hat doch gerade alles gefuttert. Ich lasse ihn lieber in Ruhe. Vielleicht nimmt er mir die Geschichte mit dem Cocktail übel. Ja, das kann natürlich sein. So, jetzt aber das, woran ich mich nämlich noch vom Spiel erinnert habe. Pom, pom, einfach hier auf den... Das dürfte doch klappen. Ja, das klappt. Dün, 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 dün. Also gut, versuchen wir es. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Die Spannung da, steigt. Bunte Schlange, Kaninchen. Lass es, Grump. Da stimmt doch etwas nicht. Muss nur seine Schale knacken. Ah! Wow! Ein Langhaarkaninchen, ja? Das. Wie kann man nur so blöd sein? Hunger! Geh in die Ecke und schäme dich. Ich lass mir was einfallen. Der Weg ist frei. Die oh, beiden sind die in der Spalte beiden. Eingeklemmt. Keine 3 Meter unter mir. Da solltest du dich beeilen. Die kommen da sicher recht schnell wieder raus, so wie ich Sloth kenne. So, nehmen wir den Schild der Macht. Vielen Dank, dass du mich hier rausholst. Ist kein Vergnügen, den ganzen Tag in heißer Bratensoße zu schwimmen. Allerdings ist es auch kein Vergnügen, ständig mit Schwertern und Äxten geschlagen zu werden. Ich hoffe, du bist kein Krieger. Ich? Nein, ich will nur wie einer aussehen. Wenn du nur so aussehen willst, ist das kein Problem. Nur nicht kämpfen. Die Feder ist mächtiger als das Schwert und tut weniger weh. Ladi, bist du das? Du siehst so neu aus. Und du siehst fettig aus. Marx, dann sind wir ja komplett. Oh, welche Freude. Lasst uns Schädel spalten. Ja, oder nicht. Oder lasst zum Schwimmen gehen. Los, Mensch, trau dich was. Klappe halten, und das gilt für alle. Jetzt, wo wir komplett sind, werden sie mich ins Orklager lassen. Ja! Nein! Und ich kann meinen Freund da rausholen. Eine Rettungsmission? Da müssen wir sehr vorsichtig und diplomatisch vorgehen.
Ich finde, du solltest dem größten Ork im Lager ins Gesicht spucken. Ich finde, ich habe das alles nicht verdient. Toll. Was für ein schöner Tusch. Und wir sind komplett. Wir haben die komplette Ausrüstung. Helm, Schild, Schwert und Rüstung. Super. Jeder mit einer eigenen Persönlichkeit und jedes Teil kann reden. Wie scheiße ist das denn? Los, ab geht's ins Orklager. Wollen wir nochmal? Nee, hier schauen wir nicht mehr vorbei. Wir lassen die Tuddelgeier alleine und der Typ hat ja auch seinen Büßerbalken nicht mehr. Der dürfte jetzt ja auch ein bisschen glücklicher sein. Okay. Ork. Jetzt ist vorbei. Hallo, mit der Übeltäterei. Zum ich will Gruße, Wilbur. Mensch. Lässt du mich nun endlich in euer Lager? Warum? Du bist immer noch ein schwächlicher kleiner Wurm. Was ist mit dem Kriegerset, das du besorgen wolltest? Ich arbeite dran. Dann komme wieder, wenn du etwas vorzuzeigen hast. Ich glaube, diese Gesprächsaktion Schau ist mal, irgendwie verkehrt. Ich habe einen mächtigen Kriegerhelm gefunden. Oh, sieht gut aus. Aber was macht ihn so mächtig? Er ist magisch. Er kann sprechen. Kann singen. Sag mal was. Oh ja, toll. Aber er kann wirklich sprechen. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Aha. Leider. Und seine Opern. Mein Helm mag mich nicht. Das ist sehr schade. Aber vielleicht wird das ja noch. Ja, vielleicht. Ich habe schon einen Teil des Sets. Mit diesem Helm. Lässt du mich nun in euer Lager? Nur weil du einen guten Helm hast? Oh nein. Das reicht bei weitem nicht. Komm wieder, wenn das Set vollständig ist. Jetzt muss ich jede Gesprächsoption durchgehen. Ist der nicht großartig? Okay, komm. Er glänzt so. Hast du ihn eingefettet? So wie du bist Gummischuh. Könnte man so sagen. Und im Wettkampf wird er mich vor allen Angriffen verteidigen. Ob Schwert oder Speer, Feuer oder... Entschuldigung. Kein Feuer. Und Speere sind auch sehr unangenehm. Ich würde es bevorzugen, wenn... Psst, ob Feuer oder Gift oder Äxte... Oh. Mein mächtiger Schild und ich werden standhalten. Das werden wir sehen, Mensch. Mit zwei Setteilen müsstest du mich nun wirklich langsam mal in euer Lager lassen. Nein, wenn ich mich nicht irre, ich hab doch auch das dritte besteht das Kriegerset aus drei Teilen. Und glaub mir, du hast jedes einzelne davon bitter nötig. Oh, wie fies. Seht, ich trage das Schwert der Macht. Was willst du denn mit dem Brotmesser? Brotmesser? Elende Grünhaut! Trete hervor! Schild und Schwert sollen bersten, dein Blut soll fließen! Ich werde dir deinen hässlichen Schädel spalten! Na, immer ganz ruhig. Wir wollen niemanden... Ich mag dein Schwert. Ich muss mich entschuldigen. Es ist ein gutes Schwert. Das Beste! Das schließe ich Vladi. Du bist ganz okay. Das emotionale ich Schwert. Das komplette Kriegerset der Macht. Nun öffne endlich das Tor. Du bist wahrhaft gut ausgerüstet, kleiner Mensch. Deine Ausrüstung könnte deinen Mangel an Talent, Fähigkeit und Kompetenz ausgleichen. Danke. Danke, das hättest du jetzt nicht besser ausdrücken können. Ich will nur ins Lager, diesen albernen Wettkampf gewinnen und Wilbur befreien. In dir steckt nur wenig Stolz, Mensch. Aber vielleicht etwas Mut. Oder ist es Dummheit? Tritt ein. Hoffentlich honoriert Wilbur wenigstens, was ich hier mache. Yippie. Sobald ich ihn befreit habe, müssen wir uns auch noch um Ivo und das Vieh kümmern. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Oh. Das hoffe ich auch mal. Wir sind immer noch Kapitel 4, die wilden Lande. Und ich glaube, ich erinnere mich jetzt, was kommt. Die Spannung steigt.
Ruhe! Wie soll man denn da nachdenken? Hui, das sieht nicht gut aus für unsere beiden Helden. Hier haben wir das Vieh, hier haben wir Ivo, hier haben wir Chip. Und irgendwie scheint es hier doch gerade ein paar Probleme zu geben. Ohne Telekinese komme ich da nicht ran. Tja, dann ist es schade, dass Tante Felicia nicht hier ist. Ein bisschen aufgeregt, das kleine Vögelchen. Du? Hey, Vieh. Vieh? Kannst du mich verstehen? Kannst du verstehen, was ich sage? Heißt das ja? Tun wir mal so, als ob das ja heißt. Dein Herrchen ist fällig, wenn er mir in die Finger fällt. Hast du nicht gesehen, was er getan hat? Er hat uns hintergangen, aus reiner Feigheit. Ich weiß ja nicht, was du an ihm findest. Für mich ist er ein arroganter, aufgeblasener, feiger, ungepflegter Schnösel. Er kann dich doch verstehen. Ich kann mich allein nicht befreien. Hilfst du mir dabei? Kannst du vielleicht irgendwas erreichen, womit man das Schloss an meinen Fußketten öffnen kann? Du... Ach, gut gemacht, Kleiner. Jetzt das Schloss. Brich es auf. Was? Aber es muss irgendwie gehen. Du willst etwas holen, womit man das Schloss öffnen kann? Okay. Aber wie willst du hier rauskommen? In Ordnung. Versuch's. Wie cool. Wir spielen jetzt nun das Vieh und Ivo. Und ich werde beim nächsten Mal versuchen, Ivo aus den Fesseln zu befreien, denn wir sind schon wieder am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier im Kerker bei Chip Chip, Ivo und dem Vieh. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao.